Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 2. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Steht in einer Verbindung mit Merkur. Und Merkur ist gerade rückläufig. Das heißt, mit diesem Sonnenenergie wollen wir die Klarheit oder möchten etwas ins Licht zu bringen. Es ist dieses Bedürfnis, etwas zum Klären. Dieser rückläufige Merkur bremst aber etwas. Das heißt, jemand traut es nicht zum Sagen oder geht aus dem Weg und versucht, diese klärende Gespräche versucht aus dem Weg zu gehen. Natürlich kann diese Rückläufigkeit auch bedeuten, dass jemand im Rückzug ist. Aber Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Gespräche, klärende Gespräche, was die Vergangenheit betrifft. Oder etwas ins Licht zu bringen und es hängt mit dem Vergangenheit zusammen. Und das ist die Widderenergie, besonders die Wiedergeborenen haben gerade dieses Bedürfnis, diesen Drang, etwas zum Klären. Dann kommt ein Einfluss von außen und das ist die Saturn-Mars-Konjunktion gerade in Tierkreiszeichen Steinbock. Es ist unangenehm. Es ist unangenehm, die Wahrheit. Es ist unangenehm, dieses Gespräch. Das kann zum Aggression führen, zum Wut oder zum Streit. Und es betrifft in erster Linie die Steinbockgeborenen und die Widdergeborenen. Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Waage. Natürlich, das gibt uns die Halt, die feste Boden unter unseren Füßen, die Stabilität. Und die Waage heißt, als Luftelement, wir sollen in Leichtigkeit bleiben und das sorgt dafür, dass wir besser handeln können und verspüren wir auch diese Stabilität. Aber Waage bedeutet auch Partnerschaft. Entweder um die liebe Partnerschaft kümmern, dass da eine Stabilität kommt, aber Partnerschaft bedeutet auch Verträge. Verträge unterschreiben, das für beide Seiten diese Stabilität bringt. Vollmond ist vorbei und hat die abnehmende Mondphase begonnen. Diese Zeit eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll, wie zum Beispiel abnehmen oder etwas loslassen, von etwas verabschieden oder kündigen. Das ist die Mondenergie und Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Skorpion. Gegenüber liegt Venus in Tierkreiszeichen Stier. Also brauchen wir die Gleichgewicht in Liebe Partnerschaft. Die Skorpion-Energie ist die inneren Kraft, aber auch die Gefühle, die Gefühlszustand. Und hier die Skorpion-Geborenen brauchen die inneren Gleichgewicht, die Gelassenheit. Und natürlich sollen wir auch die Stierenergie betrachten. Die Stier braucht Sicherheit und Stabilität. Und es ist wichtig, das in Ordnung zu bringen. Aber die Stier neigt zu Eifersucht und dann kippt die Gleichgewicht und das kann auch zu Spannungen führen in die liebe Partnerschaft oder jemand im Besitz zu nehmen. Das ist natürlich auch wieder die Ungleichgewicht. Also auf den Gefühlen achten, besonders in die liebe Partnerschaft, nichts über Eifersucht äußern und alles mit Gelassenheit betrachten. Und so kommt man näher und das sorgt für inneren Harmonie und sorgt für auch im Gleichgewicht in die liebe Partnerschaft. So kommt auch die Stabilität. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Widder in Osthorizont auf. Natürlich möchten die Widdergeborenen etwas ins Licht zu bringen.
Jetzt gerade handelt es sich um Gespräche. Die Wiedergeborenen wollen die Wahrheit. Etwas ins Licht zu bringen und in Wahrheit bleiben. Aber wie das wirkt nach außen, entsteht diese Spannung. Die anderen werden es missverstanden oder kommt jemand aggressiv oder führt zu Streitigkeiten. Es ist möglich bei diesem Mars-Saturn-Konjunktion in Steinbock und die Merkur-Sonne-Konjunktion im Widerstehen, im Spannung gerade. Also die Gespräche sind gerade unangenehm, aber manchmal geht kein Weg vorbei. Wir sollen in diesem Herausforderung stellen und diesen klärenden Gesprächen führen. Bei Mars-Energie und bei Sonne handelt es sich oft um einen männlichen Person. Das kann auch der Chef sein, kann auch der Partner sein, aber kann auch der Vater sein. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen bewegt sich etwas und das ist die Venus, Planet Venus, und handelt sich um Liebe, Partnerschaft. Und die Mond spiegelt etwas, die Gefühle wahrzunehmen, Gefühle zeigen, aber nicht eifersüchtig zu sein oder mindestens mal das nicht zeigen, weil ein Eifersucht löst einen Streit aus, führt nur zu Missverständnissen und gibt das Gleichgewicht in die Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ändert sich etwas in vertrauter Umgebung, auch in Verwandtschaft. Entweder kommen Besucher oder gibt ein Familienfest oder kleinere Veränderungen oder ein Ausflug, viele Gespräche, Kontakte. Was noch wichtig ist bei den Zwillingsgeborenen, das sind die Werte, die Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kümmern um das Zuhause. Entweder ziehen sie zurück und brauchen sie die Ruhe und sie genießen das Zuhause. Und das fühlt sich heute sehr harmonisch an und die Krebsgeborenen haben auch das Glück im Familienleben und Glück auch in die Liebe-Partnerschaft. Das kommt alles in Form und stabilisiert sich etwas. Viele Krebsgeborenen ändern etwas im wohnlichen Bereich. Eine Renovierung oder ein Umzug ist möglich. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die schöpferische Kraft. Und sie möchten ihren Werk präsentieren. Viele Löwengeborenen fangen etwas Neues an, entweder beruflich oder in Partnerschaft. Und sie spüren auch die Vergangenheit, weil hier bewegt sich die aufsteigende Mondknoten und das sind die Neuaufgaben dabei. Aber das erinnert auch gleichzeitig an die Vergangenheit. Beide wirkt. Alte Karma, aber auch neue karmischen Erfahrungen, Erkenntnisse, das ist gerade aktiviert bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen möchten Sicherheit, Stabilität in Arbeit. Und sie haben gerade das Glück auch etwas verbessern im beruflichen Umfeld. Aber gesundheitlich ist es auch eine schöne Energie, weil da ist die Lebenskraft auch das Heilenergie. Und in die Liebe-Partnerschaft haben die Jungfrau-Geborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität in die Liebe-Partnerschaft. Dass die Gespräche unangenehm sind oder jemand Streit hat, das trifft nicht direkt die Wagengeborenen, aber sie kriegen das mit. Also sie können sich einsetzen, da Harmonie zu bringen oder zuhören und einen Trost geben an jemand. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, hier ist die Mondbewegung und steht mit Venus in Verbindung und das ist natürlich Thema Liebe. Aber hier braucht man das Ausgleich, die Gleichgewicht. Das heißt, Gefühle zeigen oder Gefühle annehmen, auf anderen zuzugehen oder zuhören. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Hier braucht man wirklich die Gleichgewicht, auch das innere Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen befinden sich in einer Wandlung. Die befreien sich von etwas.
Das kann natürlich bedeuten eine Kündigung, aber freiwillig, weil ich sehe keine Spannung im Arbeitsbereich, sondern eine Verbesserung. Befreien von etwas, was die Schützengeborenen stört, oder befreien von Ängsten oder Zweifel. Und das ist gerade dieser Prozess, dieser Loslassen, diese Befreiung, was die Schützengeborenen gerade trifft. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen erwartet diese Aggression oder Wut oder eine unangenehme Nachricht, aber die Bedürfnis, etwas zu klären, ist da und es geht jetzt kein Weg vorbei. Das kann etwas sein von Vergangenheit, was hier wiederkehrt. Wichtiges Thema ist nun noch bei den Steinbockgeborenen die berufliche Situation. Dieses unangenehme Gespräch kann im beruflichen Umfeld sein. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen steigert sich etwas beruflich. Sie haben jetzt beruflichen Erfolg. Diese unangenehmen Gespräche oder Nachrichten trifft vielleicht nicht direkt die Wassermanngeborenen, aber sie kriegen das mit. Also sie bekommen Informationen und das ist natürlich, kann für die Wassermanngeborenen auch etwas unangenehm sein, weil im Umgebung entsteht ein gewisser Unruhe. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein Heilenergie da. Und das ist nicht nur bei Krankheiten heilt, sondern bei Situationen, was kränkt, wird geklärt. Also kommt ein Reinigungsprozess. Und das ist schön, weil besonders in der Liebe, Partnerschaft kommt die Stabilität auch bei die Fischengeborenen. Und heute haben sie eine sehr schöne fließende Energie und eine Heilenergie. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.